Wir sind mal wieder im Oberlin-Seminar und zwar bei den Sozialassistenten der 20er-Gruppe, 20.1. Mehr oder weniger sind fast alle da. Ein paar sind ein bisschen erkrankt, aber ich denke mir, das läuft. Ich will an der Stelle gleich mal sagen, dass unsere Bewerbungen wieder laufen, Alia und Larissa. Bewerbungen für das nächste Jahr. Sagt Bescheid, wem oder für einige ist es ja vielleicht interessant. Ihr könnt dann anschließend zu den Erziehern gehen, ne, wenn ihr hier fertig seid. Ist also eine ganz tolle Sache. Wir sind in der Wahrscheinlichkeitsrechnung und hatten letztens, in der letzten Stunde, die einzelnen elementaren Dinge betrachtet. Es geht heute noch weiter. Wir betrachten einige Ereignisse, und zwar bei Schnittmengen und bei Vereinigungen. Tafelbild stammt von der Alia. Wir schauen uns das mal an. Vielleicht kannst du das ein bisschen zoomen. Es geht also um die Vereinigung und den Schnitt von Ereignissen. Wir betrachten zum Beispiel ein Würfelspiel. Es ist möglich, mit einem Würfel die 6 Ziffern zu würfeln. Dann ergibt sich als Ereignisraum Omega gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nehmen wir mal an, wir haben zwei Ereignisse, es sei E1, 2, 4, 6. Das heißt, wir haben die Zahlen 2, 4 und 6 gewürfelt, das wären alles gerade Zahlen. Und das Ereignis E2, da haben wir die 3 und die 6 gewürfelt, das wären die durch 3 dividierbaren. Und wenn ich jetzt die Schnittmenge von E1 und E2 suche, dann tritt diese Schnittmenge genau dann ein, wenn sowohl E1 als auch E2 eintritt. Und hier haben wir das Bild. Wir haben die Menge E1 mit 2, 4 und 6, die Menge E2 mit 6 und 3 und dann liegt die 6 genau im Schnitt hier, es überlappt sich und wir schreiben das dann E1 geschnitten mit E2, das umgekehrte U. Dann gehen wir zur Vereinigungsmenge. Die Vereinigungsmenge wird angegeben E1 vereinigt, da haben wir dieses Zeichen aus wie ein großes U. Es tritt genau dann ein, wenn mindestens eines der beiden Ereignisse von E1 oder von E2 eintritt. Hier haben wir das nochmal. Wir haben die beiden Ereignisse. Das wäre der Ereignisraum Omega. Wir schreiben wieder E1 vereinigt mit E2, wenn ich alles habe. Also hier. Das. Wenn zum Beispiel wieder E1 sich zusammensetzt aus den Ziffern 2, 4 und 6 und E2 aus 3 und 6, dann ist die Vereinigung E1 vereinigt mit E2 gleich 2, dann 3, 4 und 6. Das ist die Vereinigung. Und das können wir hier wieder schreiben, so. Und dann gehören halt alle dazu, die hier drin liegen. Das ist die Vereinigung. Okay. Dann haben wir noch eines, das sogenannte Gegen, oder die, ja, das Gegenereignis. Das wird angegeben als E gleich Omega ohne E. Ohne E wird das gelesen. Und das tritt natürlich genau dann ein, wenn E nicht eintritt. Das haben wir hier nochmal dargestellt. Wir haben wieder den gesamten Bereich Omega von 1 bis 6. Nehmen wir an, E1 ist 2, 4 und 6. Dann ist Omega ohne E1, da muss ich halt die Elemente 2, 4, 6 herausnehmen aus dem Omega. Und dann bleibt übrig, dass unser E1, 3 und 5 ist.
und man bezeichnet dieses Gegenereignis dann mit E quer. Also so, ich schreibe es mal rein. E quer ist dann das Gegenereignis. Eigentlich nicht schwer. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die man bei diesen Mengen betrachten muss. Diese Diagramme hier, das, das und auch das, die stammen von einem Holländer namens Fenn. Deshalb spricht man auch von Fenn-Diagrammen. Bis hierher.